Hallo und herzlich willkommen beim Hearthstone Community Liga. Dieses Mal bin ich aktuell zumindest noch allein am Kommentieren. Im Spiel zwischen Spongy als Silver Aim hier links zu sehen und Bergy. Ja, ich habe vorhin ausgewürfelt, wem ich zuschaue. Dabei ist der Würfel hat gesagt, ich soll Silver Aim zuschauen. Schade. Wir haben jetzt hier Hexenmeister gegen Krieger von Bergy. Ja, grüßen muss auch mal sein. Silver Aim kommt gleich mit der Micro Machine raus. Aha. Interessante Karte in einem Hexenmeister-Deck. Würde so ein bisschen Zoo implizieren, aber eigentlich gibt es so viele Karten in Hexenmeister, dass man eigentlich nicht auch noch auf Max zurückgreifen muss. Finde ich ein bisschen skurril, aber schauen wir mal, was da passiert. Okay. Okay, naja. Vielleicht ist das Zoo mit einer schlechten Hand oder es gibt noch irgendein Konzept, das ich noch nicht sehe. Schauen wir mal. Birgi liegt einfach seinen Akolyten. Ah, 4 Schaden um Akolyten ist ein bisschen übertrieben. Na gut. Schauen wir mal. Ja, Rüstung. Immer mehr Rüstung. Noch mehr Rüstung. Natürlich. Warum auch nicht? So, was macht er jetzt? Harvest Golem. Nee, Coil auf gar keinen Fall. Das auch nicht. Einfach passen. Die Armorsmiths können sich ja gerne an dem Golem verausgaben. Umbringen können sie den Kleinen, der da rauskommt, natürlich. Aber da kann er halt nichts gegen machen. Sein Draw war halt bisher nicht so besonders geil für die ersten Züge. Ich meine, Big Game Hunter und Dread Inferno sind halt irgendwie tot in der Hand. Defender ist auch tot in der Hand, weil er keine Minions auf dem Feld hat. Und jetzt kommt noch Baron Get... What the... Frick? Was zum Geier? Das jetzt? Interessant. Ja. Das muss ich glaube ich einfach mal einen Raum stehen lassen. Also irgendwie Mortal Coil ohne irgendwas umzubringen zu benutzen ist ein bisschen verschwendet. Na gut. Ancient Brewmaster. Das Deck ist voller Überraschung für mich. Okay. Ja. Theoretisch contestet das Shield Maiden oder Harrison oder sowas, aber er könnte vielleicht auch irgendwie Shield Slam haben. Oder es einfach ignorieren. Ich meine, der Hexenmeister hat nur noch 17. Ragnaros. Oh. Irgendwie seltsam hier. Zoo mit so leichten Mech-Synergien. Ich meine, es gibt ein paar gute Mech-Karten in Zoo. Zum Beispiel Shredder ist in den meisten Zoo-Decks auch irgendwie dabei. Von daher kann ich das so ein bisschen verstehen, aber ich glaube nicht, dass das genug Mechs hat, um Cockmaster zu benutzen oder ähnliche Karten. Da sollte man sich besser auf andere Sachen konzentrieren, glaube ich. Garrosh. Ich meine, Grommash. Tja, das war eine schnelle und schmerzhafte Runde für Spongy. Tja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bisher war das relativ eindeutig. Ich bin von dem Konzept von dem Hexenmeister nicht so ganz überzeugt. Aber da kann man sicherlich noch was draus machen. Also auch von der Spielweise war das... Lief es für ihn zum Teil natürlich suboptimal, weil er irgendwie keine Low-Cost-Minions in den ersten Zügen auf der Hand hatte. Das kam natürlich noch erschwerend dazu. Aber auch darüber hinaus war das irgendwie so sehr... sehr abseits von Gut und Böse. So. Micro Machine, ja. Schon wieder Micro Machine. Und Blood Knight. Oh. Birgit hat tatsächlich ein paar göttliche Schilde, glaube ich, in dem Paladin-Deck. Also zumindest von dem Mech, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Mir fällt es bestimmt gleich ein, wenn er gespielt wird. Shieldbot, ja? Nee, heißt das Shieldbot? Nee, die heißt, glaube ich, ein ganz bisschen anders. Jedenfalls der 2-Kost-Mech von Paladin, der göttliche Schild hat, zum Beispiel. Den wird er auf jeden Fall haben, denke ich mal. Ob er noch andere hat, schauen wir mal. Das Gesicht. Motiviert, der Junge. Knife Juggler. Oh ja, Knife Juggler, Creeper Synergy. Gehen die Messer in den Mikrobot, ja. Wunderhübsch.
Well played. Ja. Das ist, glaube ich, nicht das, was er mit Zug 3 machen wollte, aber es ist das Einzige, was übrig blieb an einigermaßen sinnvollen Zügen. Tja, könnte jetzt Shredder spielen. Nova. Nee, Nova bringt nichts, solange er nicht irgendwelche Bedrohungen aufs Feld bringen kann. Lieber... Okay. Das ist, eine Option. Weiß ich mir nicht, ob ich nicht vielleicht trotzdem Shredder gespielt hätte. Schauen wir mal. In zwei Zügen kann er mit Blizzard so ein bisschen das Board aufräumen. Aber es könnte sich vielleicht ein Zug Zeit mit Frost Nova erkaufen, natürlich. Könnte jetzt Frost Nova und den Silverhand Regent anpingen und dann nächsten Zug Blizzard spielen. Das wäre eine gute Option, finde ich. Oh. Ha, Zug vorhergesagt. Ching. Da freut sich die Portokasse. Wobei Blizzard auch so ein bisschen so selten in Mage-Decks ist, dass man nicht damit rechnet, dass das jetzt gleich kommt. Wobei, wenn man gerade mit Frost Nova zugeballert wurde, rechnet man dann vielleicht schon mit. Aber schauen wir mal. Und den Spy-Effekt wurde nicht genutzt. Schade. So, Blizzard. Jetzt ist erstmal das Board geklärt worden. Jetzt fängt Birgi an mit einem großen Lebenspunktevorteil. Und er kann halt als erstes Minions spielen. Schauen wir mal, ob sich Spongy da noch auswinden kann. Das ist aber nicht so ein besonders starker Zug von Birgi. Vielleicht bereitet er wieder einen Messerjongleur vor. Aber selbst wenn, kann er das jetzt mit dem eingefrorenen, mit der eingefrorenen Spinne nicht machen. Weiter noch True Silver. Hau ihm den Kopf ab. So. So, den Rekruten rein. Okay. Partie hat sich so ein bisschen verlangsamt. Shredder. Den Rekruten wegpingen. Weiß nicht, ich finde, der Shredder stirbt zu leicht gegen das True Silver. Und Rekruten sind bei Paladin immer gefährlich, vor allem bei 9 Mana, wo er noch nicht den Rüstmeister gespielt hat. Heißt er, glaube ich, im Deutschen. Bordermaster im Englischen. Und daher, ich würde... Vor allem, wenn man damit wirklich zwei Leute buffen will. Ich meine, er hat keine weiteren Minions auf der Hand, von daher ist es vielleicht ein bisschen utopisch, da in näherer Zukunft zwei Leute mit buffen zu können, aber... A Wrath Guard. Oh, 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 oh. Eine lustige Wechselwirkung mit Wrath Guard, die ich letztens mal gesehen habe, ist, Krieger mit ganz viel Rüstung können ja Shield Slam da drauf machen. Ja, ich hatte mal einen Krieger mit irgendwie 20 Rüstung und der hat dann Shield Slam auf den Wrath Guard gemacht und 20 Schaden ins Gesicht gemacht. Ja, es ist, spaßig. So, Ich schätze, Spongy wird sich bedroht genug fühlen, einen Flamestrike zu zücken. Well played. Well played, naja. Hat noch ein zweites, keine Sorge, Birgi. Da kommt noch eins. Natürlich auch eine Strategie, so viel AOE zu ziehen, dass man immer alles, was der Paladin wegräumt, wegräumt. Ja, schauen wir mal. Okay, er hat sich geheilt und sonst war der Zug aber ein bisschen schwächer. Huh, Venture Co. Ich habe auch lange nicht mehr gesehen, mein guter aller Freund. Interessant. So, jetzt Birgi hat 12 Schaden, nee, 13 Schaden gegen sich bei 15 AP, aber er hat noch Equality Consecration, okay. Gut, jetzt klärt er auch mal das Board. Wenn der Mage das schon zweimal gemacht hat, dann wird er das auch mal machen dürfen. Shielded Minibot heißt nee. Das habe ich von Anfang an gesagt. Jetzt kommt der Blood Knight. Da ist auch noch Freeze Frostbolt drauf. Interessant. B
Burger wird es wahrscheinlich ganz schön ärgern. A Sword of Justice. Aha. Und jetzt to arms. Murloc Knight. Oh yeah. Das Problem ist, dass... Also das Problem von Burgers Sicht aus, was er nicht weiß, ist, dass Spongy noch einmal das Board clearen kann. Dafür war jetzt der Aldor Peacekeeper natürlich sehr wertvoll. Weil Spongy damit quasi gezwungen ist. So, könnte jetzt mit dem Flamestrike und Ping könnte wieder das Board clearen. Und Burger denkt sich wahrscheinlich, was zum Geil, wie oft muss ich noch mein Board aufbauen? Und dann kommt noch Baron Geddon. Ja. Denkt er sich, ach, der hat jetzt nicht noch mehr AOE, jetzt kann ich Master for Battle noch und nöcher raushauen. Und dann kommt Baron Geddon. Wenn jede Hilfe zu spät kommt, dann kommt er. Baron Geddon. Noch einer und jetzt Quartermaster. Ah. Sword coming. Tja, Baron Geddon reicht jetzt nicht mal mehr, um das Board zu clearen, aber er könnte sich mit Mirror Images ein bisschen schützen, aber nicht genug. Jetzt müsste er einmal durchrechnen. Er kann einen von denen killen, zwei mit Mirror Image fernhalten, damit überlebt er nicht. Okay, mit Flame Cannon hatte ich jetzt noch nicht eingerechnet. Mit Flame Cannon sieht die Geschichte ein bisschen anders aus, er könnte jetzt mit Angriff und Ping könnte er noch was machen. Sollte aber schon pingen, könnte noch irgendwas schiepeln. Na, stirbt er zumindest nicht. Das ist schon mal ein Anfang. Ich hätte den 4-4 geschiebt. Ja, okay, da kann man gern mal aufgeben. Bin sicher, warum. Hatte noch eine kleine Chance. Keine besonders große. Klar, es sah nicht gut für ihn aus mit irgendwie nur noch Baron Geddon auf der Hand, aber... Der Pyro-Schlag-Top-Deck oder irgendwas vielleicht? So, Spongy wechselt weiter seine Decks durch und spielt es mit Paladin. Ihm ist hoffentlich bewusst, dass er nicht wechseln muss, wenn er verliert. Also, er kann wechseln natürlich, ist ein gutes Recht, aber er muss es nicht. Schauen wir mal, wie das wird. Bisher sieht das für ein Paladin-Deck ganz okay aus. Mit Shield Minibot, Defender of Argus. Defender hätte ich vielleicht nicht, aber... Unbestritten macht sich das gut mit Master for Battle im Zug davor. Keine Frage. Es gibt einfach nur so viele andere schöne 4-Drops wie Consecration, True Silver, Shredder. Bis ich da irgendwie nicht dazu komme, den in Deck einzubauen. Naja. Ja, gutes Early Game von Paladin. Von Burgi bisher nicht. Was hat er nicht Zug 2 gemacht? Ach, Unstable Portal, okay. Vielleicht kommt er jetzt mit irgendwas tollem. Da hätte ich tatsächlich noch einen Zug gewartet, dass er den anpingen kann mit seiner Fähigkeit. Also kann er jetzt, was er natürlich nicht wissen konnte, den mit Defender of August ausschalten. Das war mana-technisch ein relativ ineffizienter Zug. Er hat nur 2 Mana verbraucht. Im nächsten Zug hätte er den spielen können und anpingen können und auch sein ganzes Mana verbraucht. Ich weiß natürlich nicht, vielleicht hat er noch irgendwelche guten 4-Drops. Aber bisher... Also Portal würde ich jetzt nicht als den Ultra-Super-Hammer-4-Drop bezeichnen. Und auch eben hätte er noch die Münze nutzen können, um ihn anzupingen. Um das alles zu einer schweren Aufgabe für Spongy zu machen, den loszuwerden. Der hat natürlich Equality noch zünden können. Das kommt dann noch hinzu. Doshly! Jo, der Paladin-Dude-Train geht weiter. Einmal in die Runde alle mal auf die Magierin schlagen. Fühlt sich wahrscheinlich ganz schön bedroht und sie ist noch ein Zug von Blizzard, weil sie Münze benutzt hat. Oder 2 Züge von Flamestrike entfernt, um das Board ein bisschen aufzuräumen. Fireball auf. Fireball auf den Two-Drop, das ist schon bitter. C-Joint. Well played. War das nicht Lethal? 4. 2, 1. Mit Consecration wäre das Liebe gewesen.
hier, ne? Consecration. Wer Birgis magischen Tod so hat, sie noch eine verschwindend geringe Chance. Ja, jetzt BM mit Consecration spielen. Mhm. Genau das. Kollege, hier, hast du einen Liga, ist nicht zum BM machen da. Na gut. Schafft es Spongy, das Ruder wieder umzureißen. Jetzt hat er das erste Spiel gewonnen. Paladin. Mal schauen, ob das weitergeht. Ist schon mal ein guter Anfang. Na? Was überlegt er sich jetzt? Das Pfanne-Deck fand ich auch eigentlich ganz nett. So, also bei in anderen Decks habe ich ein bisschen rumgemäkelt und gesagt, das ist ja ein bisschen ulkig, was ich da sehe. Aus Paladin-Deck fand ich eigentlich, ja. Da konnte man jede Karte konnte ich dann nachvollziehen. Hier nicht. Also hier kann ich Scarlet Flamelands. What the freaking, okay. Flamelands. Hashtag Flamelands is real. Gatchistan Jouster. Knapp nicht gewonnen den Joust. Ganz, ganz, ganz knapp. So, nutzt Burger den ganzen Zug, um die Micro Machine auszuschalten. Er tut es. Okay. So. Spongy kann dann jetzt relativ ungefährdet den Sorcerer's Apprentice spielen. Und dann gleich Shreddor im nächsten Zug. Was ist der Befortel? Und nix, okay. Birgit kommt wieder so ein bisschen in den Early-Game-Verzug, den er eben beim Spiel mit seinem Magadeck schon mal gegen den Paladin hatte. Offenbar, dass ihn das diesmal nicht ganz so. Deswegen sollte man den eigentlich nicht ohne irgendwelche Zauber spielen. War auch wieder hier ineffiziente Mana-Nutzung, ne? Also, vielleicht hat er einfach keinen Vordruck auf der Hand gehabt. Ja, ich kann ja seine Hand nicht sehen, aber. Nee. Aber weiß ich nicht. Fireball. Wow. Ja. Die Whirling Zap-O-Matic ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Und er hat noch zwei Frostbolts in der Hand. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ein Board hier. Na gut. Lass mal anfangen. Du würdest wahrscheinlich einfach jeden Zug Heldenfähigkeit nutzen und warten, bis es auf 7 ist. Was übernächsten Zug spätestens der Fall ist. Burger könnte sich natürlich heilen. Jetzt kommt die Flamelands und kann Dr. Boom ausschalten. Yay! Nein, nicht yay. Oh, Frostnova kann das zumindest stallen. Das ist natürlich auch eine Option. Ich glaube nicht, dass er Frostbolt spielen will, wenn er das zum Finishen benutzt, sollte er das alles in einem Zug machen, damit Birgit nicht ganz so vorgewarnt ist. So könnte man noch denken, ach, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Gegner zwei Frostbolts auf der Hand hat? Oder Feuerball noch den zweiten. Ja, von daher. So, jetzt. Genau. Double Frostbolt. Und damit steht es dann auf einmal 2 zu 2. Ja. The comeback is real. Maybe. Schauen wir mal. Birgit eigentlich mit seinen ersten beiden Decks relativ souverän, aber jetzt beim Magier-Deck da wird's. Will ich sagen, da wird's schwierig, aber da rennt er irgendwie in das Mangel an Early-Game-Problem, was man manchmal mit Magier-Decks hat. Jetzt kommt der Warlock wieder. Summoning Portal. Okay. Ich meine, der Burly Rockjaw-Trock ist gar nicht mal so schlecht gegen Magier. Also. Das auf jeden Fall. Der Mani ist auch nicht so schlecht, aber. Summoning Portals? Huh.
Tja, es ist Zeit für Neutron. Hallo, hallo. Harvest Golem. Oh, jetzt könnt ihr den traden und den rein. Ihr könnt es auch einfach ignorieren. Er entscheidet sich für die Ignorieren-Variante. Für die es Argumente gibt. Ich glaube, ich bin ein zu kontrolllastiger Spieler, als dass ich das so gemacht hätte. Aber es gibt Argumente dafür. Wir wollen jetzt Burly Rockjaw Summoning Portal. Skurril. Ich glaube, das ist Unwort des Tages heute hier. Skurril. Aber vielleicht kann er nächste Runde Sunwalker und Power Overwhelming auf das Summoning Portal spielen. Dann wäre es gar nicht mal so schlecht. Oder Coin Ragnaros und hoffen, dass er den Belcher trifft. Nicht sicher. Okay. Das hat er auf jeden Fall geschafft. Die 1 und 3 Chance hat er auf jeden Fall geschafft. Irgendwie. Kill. So, Sunwalker ist eine gute Antwort auf Kern, finde ich. Ist quasi so wie Kern, nur mit Taunt. Außer der Gegner hat irgendwie, sag mal, Ragnaros ist hart, aber heute auch eine Trefferrate, die ist ja verrückt. Und das Summoning Portal macht richtig Arbeit. Das hätte ich nicht erwartet, dass das macht. Birgis Strategie, das zu ignorieren, ist bisher nicht aufgegangen. Allerdings kommt Spongy so langsam in Probleme, dass er keine Minions mehr hat und dieses Deal spielen könnte. Aber Burly kümmert sich trotzdem lieber um das. Was folgt denn Burly Rockjaw? Hm. Weiß nicht, ob das gut ist. Na gut. Was? Soulfire, es reicht aber nicht, oder? Es reicht. Was? Warum? Warum? Der wäre am Ende des Zuges durch Baron Geddon eh gestorben. Nicht sicher. Soulfire hätte ins Gesicht gesollt. Dann hätte er am nächsten Zug Lethal, wenn Baron Geddon überlebt. So war das irgendwie unnötig. Habe ich irgendwas verpasst? Nee. Glaube nicht. So, Ragnaros, triffst du Geddon? Nein, Gesicht, natürlich. Oh. Nein, Baron Geddon ist kein Demon. Und Soulfire geht nicht auf Helden, genauso wie Mortal Coil. Das ist natürlich ein Problem. Summoning Portal ist auch kein Dämon. Uiuiuiui. Mexican Standoff. Nein, das geht nicht ins Gesicht. Nope, das auch nicht. Oh, das reicht. Joa. The Comeback is real, würde ich mal sagen. Damit Glückwunsch an Spongy, dass er dieses Gefecht noch umgerissen hat. Völlig unerwarteterweise. Also, ja, gut. Das war das erste Match von der Hearthstone Liga, zumindest auf meinem Kanal. Aber es folgen noch bestimmt viele weitere spannende Matches in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Von daher, sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!